Schreibt, es sieht so schön aus und steht ihr total gut. Da schreibt gerade ein Mädchen, Birgit, lass dich unterbrechen, da schreibt gerade ein Mädchen, ich habe genau diese Locken von Natur. Ja. Aber eins steht mal fest, die Miri wird also jetzt bei uns Stammkundin werden. Dauerwelle macht extrem süchtig. Und da bin ich mir sicher, dass das nicht die letzte Dauerwelle ist, die sie bekommt. Ja, ist so ein bisschen, gell? Wie hatten die geheißen in Dirty Dancing? Baby hat die geheißen, genau. Die hat den offiziellen Namen auch, aber ich glaube, die. Ja, das ist die, genau. Ja, schon, die aus Dirty Dancing. Das ist so wirklich so eine ähnliche Locke hatte die damals auch. Baby war das, stimmt schon. Hier steht, ist erstmal gewöhnungsbedürftig, vielleicht mag sie es später. Da gibt es jetzt tatsächlich Leute, die zuschauen, die der Meinung sind, dass du jetzt momentan noch gar nicht happy bist. Doch, bin ich. Man darf nicht lügen. Ja, aber viele verwechseln, glaube ich, auch, dass man geschockt ist, weil es so, weil man sich erstmal dran gewöhnen muss an den Anblick mit das, damit, dass man nicht zufrieden ist. Aber, also ich bin sehr zufrieden. Also. Habt ihr das jetzt gehört? War das akustisch zu verstehen? Die Miri meinte gerade, das ist eben, man ist natürlich auch geschockt. Klar, sie hat sich so noch nie gesehen. Ungewohnt, natürlich. Hier schreibt jemand, ich möchte das auch, und zwar seit 25 Jahren. Das heißt immer, meine Haare sind zu dünn. Miri, deine Haare sind fein. Ja, genau. Jetzt hast du das erste Mal so ein Volumen. So hast du dich noch nie gesehen, gell? TikToker schreibt, wie sah sie vorher aus? Da gibt es ein Vorher-Nachher dann irgendwo in der Zweitverwendung auf YouTube, auf Instagram. Wenn du da dann mal nachguckst, am besten abonnieren, da kriegt ihr natürlich das Vorher-Nachher von ihr. Absolut super. Okay, dann würde ich jetzt sagen, Merve, bist du so nett, machst du noch die Fotos? Dann gehen wir nochmal vor unsere Fotowand. Solange nehme ich euch noch mit. Oh mein Gott, oh mein Gott. Sie sagt die ganze Zeit, oh mein Gott. Zwei-Phasen-Spray für normales Haar, logisch, natürlich, kann man super verwenden. So, da hinten der Putzeimer im Hintergrund macht sich super, beachtet den bitte nicht. Mach mal auch so auf die Hälfte ein kleines bisschen weiter drehen. Miri, magst du ein bisschen weiter drehen, nur ein Stückchen? So, ja, genau, so, genau. Also an den, der vorhin gesagt hat, da ist eine geknickte Spitze. Ich habe die immer noch nicht gesehen. Da ist nichts geknickt, Freunde der Locke. Schaut euch das an. Ehrenhöfler schreibt, weiß nicht, wie sie vorher ausgesehen hat, aber die Locken stehen ihr mega gut. Sie war vorher auch schon ein hübsches Mädel und jetzt hat sie ein richtig schönes Volumen. Gloria schreibt, super schön, mein Kompliment. Aber weißt du was, deine Brille, gell? Die Ja, ist ja auch so ein bisschen das 80er. Also du bist der Oberknaller. Ich bin echt schockverliebt. Wisst ihr, was ich jetzt mal mache, Leute? Da seid ihr mir jetzt nicht böse. Ich mache jetzt was, was ihr nicht machen könnt. Pass mal rein. Es ist super. Ich liebe es. Das kannst du dann immer noch irgendwann machen, aber jetzt. Ja, es wäre sowieso, also ich hätte sowieso nicht gesagt, irgendwie so, sondern halt fällt eh so so leicht. eh, genau, und jetzt sind eh so Strähnen in den Also, Vorfall. die Miri ist jetzt ein absolutes Spiegeläffchen die nächste Zeit. Die wird jetzt Ja, oh jeden mein Spiegel, Gott. wenn du heimfährst nach dem Auto, gell, auf den Verkehr achten. Nicht nur, genau. Übrigens, hier vorne, Birgit, mach doch mal mir noch mal eine Freude kurz. Und zwar, schau Aber mal. das ist übrigens vorher, wenn das Ach so, ja. Gut, das können wir ja schnell zeigen. Guck mal, das ist doch cool. Also, dass wir mal die andere Seite auch mal ausprobieren. Weil sie hat ja, guck mal, so.
So hat sie vorhin ausgesehen, als sie gekommen ist. Könnt ihr das erkennen? Und so sieht sie jetzt aus. Absolut unfassbar. Genau. Ja. Das muss jetzt wieder auf die andere Seite. Ja, einfach mal so ausprobieren, weil du hast jetzt immer auf der Seite, gell? Genau, mach mal da in die andere Richtung. Versuch trotzdem einmal auf die andere Seite rüber. So, weil letztendlich, und das ist das, was genau, geht eben auch. Dadurch, dass wir es symmetrisch geschnitten haben, guck mal, es ist ganz egal, wo du das Volumen hinmachst. Ja. Nina schreibt Mega-Ergebnis, richtig tolles Volumen, schreibt die Alina. Ach, und Sandra schreibt, sie erinnert mich an Baby aus Dirty Dancing. Ja, uns alle, absolut. Die Anja schreibt mit Locken, viel schöner, steht ja super gut, schreibt die Tamia. Also alle sind ganz begeistert. Ach ja, guck mal, Tanja schreibt gerade, mit Haarband bestimmt auch super süß. Absolut. Ja? Okay. Wollen die fleißigen Helfer nochmal kurz dazukommen? Dann sagen wir schnell Tschüss. So, am besten vor dem Spiegel. Genau. Machen wir es mal so. Du bist die Wichtigste. Du musst nach vorn. So, dann. Ja, jetzt sind wir, glaube ich, alle fast zu sehen. Dann sage ich an euch 364 viel Spaß im Wochenende. Macht was draus. Danke für euer Interesse. Wir werden wieder live gehen für euch. Und bis dahin, euch allen eine gute Zeit. Dankeschön. Tschüss. Und tschüss.